Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Wir... voll geblockt. Wir sind zurück. Gleich mal ein Krautzwerg zerlegt. Wir werden jetzt auch gleich weitergehen und werden einmal uns mit dem Troll anlegen. Das ist schon der nächste. Ah, ist nur ein Graulink. Wir werden jetzt dann einmal weiterziehen. Wir haben mittlerweile einen Kahn gebaut. Hätte ich gewusst, hätte ich den früher gebaut. Den wir mit Zeug ausfüllen können. Wie das hier. Hat ja echt Platz, der Kahn. Und dann bin ich mal gespannt, wie es dann aussieht, wenn wir den, wenn wir hier jetzt Kupfer abbauen und so weiter mit dem Karren. Das sollte alles ein bisschen vereinfachen. Wir gehen jetzt aber erstmal in Richtung des Trolls in der Höhle. Oder in Richtung der Trollhöhle. Vielleicht sind es auch mehrere Trolle in der Höhle. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Und wir bearbeiten jetzt mal mit unserem Schwertchen und unserem Schildchen und gucken mal, ob wir überleben oder nicht. Ich glaube, meine Chancen auf jeden Fall mit der Bronzeausrüstung sind deutlich gestiegen im Gegensatz zu vorher. Wir sind bei 98 Leben auch gerade, was krass geil ist. Wenn ich jetzt noch eine Blaubeere finde, wäre mega. Dann kommen wir auf 100 live, glaube ich. Aber das bleibt uns verwehrt. Wird uns verwehrt bleiben. Deswegen muss man mit dem Troll an. Unser Leben sinkt gerade schon wieder. Trollhöhle. Boah! 166! Okay. Das Problem ist, ich muss an ihn rankommen. Ich hätte tatsächlich ausweichen. 166 Schaden mit einem Pfeil. What? Okay, wir suchen uns mal schnell eine Beere. Der ist wieder komplett hochgeheilt. War aber klar, dass wenn er eine Stunde, der wird sich irgendwann, der heilt sich von selber auch wieder hoch. Aber wäre cool gewesen, wenn er noch ein bisschen verwundet gewesen wäre. Aber wäre Luxusdenken oder Wunschdenken. Eine Blaubeere würde ich nehmen. Sieht nur schlecht aus hier. Ich will jetzt auch nicht zu weit wegrennen. So, wir müssen uns ein bisschen erholen, dass wir wieder notfalls zumindest einmal gehittet werden können. Das Schild hat jetzt nicht so viel gebracht, tatsächlich. Wir haben trotzdem ordentlich einen einkassiert, wo wir das Schild vor uns gehalten haben. Nehmen wir nochmal Kupfer. Ein Pilz. Können wir einen Pilz essen? Ja. 44. ...7,5 Life stellen wir gerade her. Okay. Nein, ich wusste es. Wir werden das nicht ewig durchhalten. Fertigkeiten reduziert. Scheiße. Boah, die Trollhöhle ist aber richtig hart. Selbst mit Bronze. Scheiße, gestorben. Das zweite Mal. Das kotzt mich an. Shit. Ah, ich wollte zu viel. Wir wollten zu viel. So, wir werden in die Trollhöhle gehen, werden unser ganzes Equipment dann wieder kriegen. Wir können gleich unbewaffnet. Wir latschen einfach hin. Ist ein bisschen weiter weg, aber wir latschen einfach so hin, wie wir sind. Wir sollten vielleicht Essen noch kurz mitnehmen. Aber wir latschen einfach so hin. Scheiße. Aber wir haben fast gekillt. Ah, der ist im Nahkampf sind die echt eine Nummer. Fernkampf, wenn ich die Chance habe auszuweichen, kein Thema. Aber im Nahkampf voller die Waldfee. So, wir nehmen das mal mit. Wir nehmen auch die mal mit. Können wir uns das hier und das hier reinziehen. Notfalls können wir unbewaffnet auch was umbringen. Jetzt nicht die mega krassen Viecher, aber zumindest ein bisschen was. Ecktier können wir notfalls noch benutzen, beziehungsweise werden wir glaube ich auch gleich mal benutzen. Ich glaube, das erhöht auch die Lebensregeneration. Wir heben uns das mal kurz auf, bis wir in der Trollhöhle wieder sind. Kein Fähigkeitenabzug. So, wir haben leider Fähigkeiten eingebüßt. Frage ist, wie viel? Ich glaube nicht so viel. Hoffe ich zumindest. So, Welt wurde gespeichert. Ein Tacken zu spät. Ja, immer geradeaus. Dann hoffen wir mal, dass wir den Troll, dass er jetzt nicht zu weit gehealt ist, dann raus, rein. Ja, und dann schießen wir tatsächlich mit Pfeil und Bogen drauf und versuchen ihn so zu töten. Das glaube ich halt noch am sinnvollsten. So, da hinten ist irgendwo unser Kahn dann auch.
Da war schon wieder ein Grauling. Und notfalls können wir die auch mit Faustkampf besiegen. Brauche ich mir zumindest zu. Mal gucken, ob es so wird. 81 Life haben wir gerade auch. So, we need more Ausdauer. So, hier ist unser Karren auch. Ah, ist noch da. Sollte auch nicht die spawnen. Also sie spawnen ja hier eh nichts in der Welt. Low Forest. Wofür wäre, wenn wir jetzt ein Grauzwergnest hin uns herziehen würden. Also so eine ganze Menge von denen. Ah, guck mal, hier wären meine Blaubeeren gewesen. Auch gleich ums Eck eigentlich. Das war ein Hirsch. So, da sind wir wieder. Also unser Grabstein, unser Zeug wieder einsammeln. Wir hoffen, dass er nicht vor der Tür steht. Gucken wir mal, können wir schleichen in die Höhle? Ich glaube nicht. Der steht ungünstig. Okay, wir würden... ich weiß nicht, ob wir einen Hit überleben würden, weil wir gar keine Rüstung haben von ihm. Müsste eigentlich... ich würde nur gerne schnell mein Zeug einsammeln. Dazu müssen wir einmal unseren... Muahahahaha. Sehr schön. So, wir haben keine Fackel dabei. Was, der einzigste? War der einzigste, oder? Hoffe ich doch. Er muss auch eine voll krasse Rüstung haben. Hoffe ich doch. Ach, guck mal, hier liegt auch irgendwas. Rubin. Ernsthaft, mehr hat er nicht. Es hat sich null gelohnt. Alter, der Aufwand. Was ist das? Achso, Perle. Bernsteinperle. Alter, das hat sich echt null gelohnt. Scheiße. Ich habe eigentlich gedacht, dass da zumindest irgendwas Besseres liegt. Aber es liegt hier einfach nur Münzen. Es liegt hier echt nur Müll rum. Rubin. Okay, ja, Rubine und so weiter. Ich weiß allerdings nicht, was ich damit anfangen soll. Zumindest im Moment noch. Da haben es besser als brauchen, aber... schade. Das ist nur diese eine Höhle mit einem Troll drin. Man hätte hier ein bisschen... ich weiß gar nicht, die ist nicht groß genug, dass ich hier hätte großartig ausweichen können. Also ich... es ist... sie ist zu eng, um ihn mit Pfeil und Bogen darauf zu bekämpfen, glaube ich. Oh, die Bronzepfeile hauen richtig krass rein. Das zumindest. So, dann gehen wir zurück zu unserem Karren. Okay, Höhle haben wir. Dungeon erledigt. Dungeon weg. Dungeon erledigt, Dungeon weg, Dungeon erledigt, Dungeon weg. Okay, wir bauen gleich mal hier ab. Gut, Trollhöhle geklärt, leider dabei gestorben. Danach war es recht einfach, weil wir zweimal auf ihn schießen konnten und einmal aus dem Hinterhalt 166 Schaden. Das ist schon, ich glaube, ein Schwert mal 40 oder so, also das ist schon eine Menge. 3 Rubine, ein bisschen Knochen haben wir bekommen. 4 Hirschlöder und 6 normale, so gelbe Pilze. Ja. Eher dürftig, leider. So, wir nehmen jetzt Kupfer aber mit und Zinn mit, was geht. Rüsten uns dann nochmal aus und dann geht es tatsächlich Richtung den Uralten. Ich würde mir auch das Boot mal bauen, gleich das größere Boot bauen tatsächlich auch. Weil wir es können einfach. So, Rüstung haben wir wieder angezogen. Pfeile nehmen wir mal wieder die hier. Für irgendwelche kleinen Grauzwerge brauche ich nicht meine guten Bronzepfeile. Die würde ich mir tatsächlich dann auch aufheben, um gegen den Uralten zu kämpfen. Nehme an, dass die Taktik werden wir beibehalten. So wie gegen die Trolle auch. Pfeil und Bogen, weglaufen, schießen, weglaufen, schießen, weglaufen, schießen. So, auch ziemlich die beste Taktik, glaube ich. Bernstein wertvoll. Nicht mal Sörtling-Kerne haben wir bekommen. In der Höhle. Auch schade. Die Frage, bauen wir nur Kupfer ab oder bauen wir auch Zinn ab? Wir müssen, glaube ich, aber auch Zinn abbauen.
Wobei wir noch Zinn. Ja, Zinn. Ja, wobei eigentlich müssen wir nur Kupfer abbauen fast. Also wir haben zwei Spitzhacken dabei. Wobei wir können auch einfach eine Werkbank bauen. Ich glaube, wir bauen einfach eine Werkbank. An der Werkbank können wir auch, glaube ich, mit Stufe 1 müssen wir die reparieren können. Da unsere Taschen jetzt zumindest nicht voll werden können, ist das, glaube ich, eine Option. Vorher wäre es eh sinnfrei gewesen, eine Werkbank zu bauen, aufgrund, dass unsere Taschen halt einfach irgendwann voll sind. Zwangsweise. So, wir hacken uns jetzt aber erstmal eins recht, bis unsere Taschen voll sind. Wir stellen gerade 8 Leben wieder her. Stein, Stein, Stein. Können wir auch gleich mal wieder droppen. 22 Münzen. Gut, wir haben auch noch 22. Ich bin mal gespannt, ob man dann da irgendwie tatsächlich mit NPCs oder sowas handeln kann. Weil ich weiß halt nicht, wozu... Münzen brauchst du zum Handeln mit anderen Menschen. Ich meine, mit wem soll ich sonst handeln? Oder was soll ich sonst mit Münzen anfangen? Münzen sind sonst völlig sinnfrei in dem Game. Bin mal gespannt, ob das geht. Okay, erste Hacke ist hin. Hacke 2. Ah, 100 Platz haben wir noch. Droppt aber auch schon wieder kein Kupfer. Hier, immer nur Stein, Stein, Stein. Wir haben erst 8 Kupfer. Wir brauchen Kupfer. Mehr Kupfer. Ach komm, was soll's. Huch. Ist aber für die Ausdauerwiederherstellung besser. So, einmal denkst du, hier kommen wir noch. Das bringt auch wieder ein bisschen Taschenplatz. Oh, und dann müssen wir zu unserem Wagen. Und mit unserem Wagen können wir auch notfalls nochmal hierher fahren. Aber wir haben ja neben unserem Wagen auch nochmal ein Kupfervorkommen. Da war mal ein Kupfer dabei, der Wahnsinn. Zwei Kupfer. 11, sehr schön. 260. Sonst können wir nichts droppen. Nee, nicht wirklich. So ein Spitzhacken-Upgrade werden mega. So, auch nur wieder Stein, kein Kupfer. So, dann hier das Ganze nochmal. Mal ganz kurz gucken, weil es mir auch... Wenn du stirbst, verlierst du keine Fähigkeitspunkte. Aber wir haben Fähigkeitspunkte bereits verloren durchs Sterben. Frage ist, wie viel? Holzhacken, 23. Oh, ich glaube sogar einiges, oder? Wo ist eine Spitzhacke? 8 und... Ja, wobei, ich glaube ein Level auf jeden Fall. Müsste man verloren haben wahrscheinlich. Können wir vorstellen. 11. Irgendwie droppt kein Kupfer mehr. Ein Kupfer. Wieder ein Kupfer. 13 erst. Bin mal gespannt, ob es mit den Spitzhacken funktioniert. Sollte allerdings funktionieren. Ich hoffe, wir brauchen halt kein... Natürlich funktioniert es nicht, wenn wir jetzt sagen, man braucht eine Stufe 3er Werkbank, um das zu reparieren. Dann haben wir ein Problem, dann funktioniert das einfach nicht. Aber wenn es jetzt mit der Stufe 1er Werkbank geht, können wir einfach die Spitzhacken reparieren und können hier weiter abbauen. Und ich bin mal gespannt, wie viel man halt auch in den Wagen dann rein... Oh, wow. Wie viel man in den Wagen reinlegen kann an Material. So. So, Kupfer haben wir. So, jetzt müssen wir zurück zu unserem Wägele. Wir sind nämlich gleich überladen. So, da ist auch noch... Oh, hier ist auch noch mal Kupfer. Bei unserem Wagen ist aber auch nochmal Kupfer. Oh, rennen kannst du. Also mit dem Buff kannst du fast unendlich rennen. Ja, holla. So, der wird halt irgendwann wahrscheinlich auch sagen, voll. Können wir vorstellen. Auf jeden Fall kannst du hier einiges platzieren. Holla, die Waldfee. Ganze Menge. So, dann Kupfer. Ah, ein Kupfer schon wieder. Hat der letzte Schlag nur gefehlt. So, und ich glaube, bevor Nacht ist, versuchen wir uns mal tatsächlich eine Werkbank zu craften.
Ich würde gerne eine Werkbank herstellen. Werkbank. Na? Hallo? Ah, von mir aus, warum nicht? So. Scheiße, benötige ein Dach. Au! Shit! Richtig, da war ja was. Benötigt ein Dach. Scheiße. Ist die Frage. Bauen wir ein Dach dahin? Lohnt sich das? Oder gehen wir mit dem, was wir haben, zurück? Ich würde noch eine dritte Spitzhacke bauen aus dem Geweih. Ich weiß, ich habe mir das Geweih aufgehoben, falls man es vielleicht für irgendwas anderes noch benutzen könnte. Aber ich glaube, man kann es tatsächlich nur für diese Hacke benutzen. Wir haben halt drei Stück, dann bauen wir dann uns noch eine dritte Hacke. Also mit dem Dach lohnt sich einfach nicht. Ich müsste jetzt hier... Ich weiß, er will halt ein Dach haben. Ja, ein Balken, ein Ding drüber gesetzt. Ich weiß nicht, ob das das Dach zählt. So, ziehen uns mal komplett Nahrung rein. So, das wird man nicht mehr abbauen können wahrscheinlich. Ja. Okay. Werkbank haben wir zwar gebaut, bringt uns jetzt leider nichts. Ich komme ja noch nicht hoch gerade. So, dann gucken wir mal. Storage öffnen. Jetzt macht es auch Sinn, dass man da 30 maximal stapeln kann. Tatsächlich. Aber es macht tatsächlich auch jetzt Sinn. So, Khan, use. Not in the right position. Karen, use. Oha. Oha. Okay, der scheint echt schwer zu sein. Karen, use. Gott, wollen wir da jemals einen Berg hoch? Fängst an zu frieren. Gott, ich will ja aus dem Biom raus. Okay, sprinten geht. Ernsthaft, ein Wildschwein? Wenn uns das bis nach Hause verfolgt, versuchst du es zu zähmen. Gucken wir mal. Jetzt wird es halt auch noch dunkel. Oh, das funktioniert. Also das mit dem Kahn ist aber ganz geil. Wir haben jetzt drei. Also wir haben jetzt 30 mal Kupfer. Ich hätte das vorher wissen müssen mit dem Karren. Was willst du denn von mir? Komm doch her, wenn du was willst. Wie aufdringlich. Wo ist denn hier vorne? Karen Hughes. Moment, da stand noch Karen Hughes. Not in the right position. Karen. Storage öffnen. Use. Oha. Das wird noch was, den Berg hochzukommen mit dem Ding. Also das Sprinten, was wir gerade machen, das hilft auf jeden Fall schon mal. Aber mal gucken. Oh Gott, da sind noch 10.000 Krautzwerge. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht. Wenn ich hier mit meinem... Natürlich kommen sie, oder? Nee, Gott sei Dank. So, wir müssen jetzt mit dem Kahn hier hoch. Das wird jetzt spaßig. Wir können schon mal aus... Okay, ohne Sprinten, das ist keine Chance. Zehn Tage später. Hier ist kalt, mach Sachen. Oh, man kommt aber den Berg hoch. Nicht gut, aber wir kommen hoch. So, Ausdauerpumpen. Jetzt bräuchte man die Kraft mit der Ausdauer. Ach so, geht's sogar. Also mit Sprinten geht's halbwegs. Das ist schon anstrengend. Ich möchte jetzt, also... Aber allzu weit brauchst du mit dem Ding halt echt auch nicht fahren. Also, wenn ich jetzt bedenke, okay, wir wären jetzt ewig weit weg, passt ein Problem. Also tatsächlich, ich würde meine... Also wenn ich eine neue Basis hätte, oder wenn wir neu anfangen, was wir definitiv irgendwann machen werden, wenn wir das Spiel nochmal spielen,
würde ich mich tatsächlich direkt irgendwie versuchen, in Nähe von einem, vom Dunkelwald eher zu basteln. Aufgrund dessen, dass wir halt die Materialsuche einfach einfacher für uns gestalten. So, Karren. Use. Karren Use. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier auch nur die Hälfte kriegen. Ja, genau. So. Hinzufügen. So, ich glaube, Holz hatten wir auch im Karren. Aber das mit dem Karren ist eine coole Lösung. Definitiv. So, wir haben noch ein bisschen... Oh, Zinn haben wir auch noch ein bisschen. Da haben wir auch noch Zinnbarren. Sehr schön. So, wir haben dann hier noch Stein, haben hier noch Holz, haben hier noch das, haben noch das, haben das, haben das, haben das, haben Rubin, haben das. Das kommt hier mit dazu. So, können gleich nochmal Holz verbrennen. Okay. Das geht nicht. So, das reicht zumindest, um nochmal Zeug herzustellen. Also, würde jetzt so viel... nochmal Material sammeln, dass wir uns eben das Schiff basteln können, dann wäre ich erstmal zufrieden. Das mit dem Dach ist etwas doof. Trolllederhemd. Oh, Trolllederumhang können wir eigentlich noch basteln. Stimmt, den Umhang. 10-mal Trollleder. Trollleder haben wir noch. Irgendwo. Bin ich mir recht sicher. Honig, Münzen, Fleisch. Grillen müssten wir auch nochmal. Guck mal, hier haben wir die Dinger. Hier haben wir nochmal Bernstein. Hier haben wir das Trollleder. Trollleder-Umhang. Herstellen. Bring nochmal 3 Rüstung zusätzlich. Yay. Du fängst an zu frieren. Ich habe einen Umhang. Ich friere nicht mehr. So, haben wir Trophäen? Ja, eine. Wir haben Rubine, wir haben Münzen, 257 mittlerweile immerhin. Rest haben wir nichts, was hier reinkommt. Hier haben wir auch nichts mehr, was reinkommt. Hier haben wir Platz zumindest. Aber Nahrung würde ich eher hier zuordnen. Das heißt auch die Dinger hier. Da ist Bernstein. Wir haben nochmal 5 Trollleder. Wir können den Umhang, glaube ich, sogar upgraden. Wir können das mal hier hinsetzen, das mal hier hinsetzen. Steine kommen hier rein. Kupfer kommt hier rein. Das kommt da rein. Okay, Kupfer brauchen wir jetzt erstmal eine ganze Menge. Fell haben wir noch. Das haben wir noch. Das haben wir noch. Das haben wir noch. Ist die Frage, was wir halt, was wir jetzt noch bauen mit dem ganzen Kupferzeug. Halt. Storage öffnen. So, das hier und das hier. So, Karren leer. Kupfer nachfügen. Boah, 14 Kupfer noch. Ja, holla. So, Holzkohle. So, Inventar voll. Hier nochmal 5. 10 brauchen wir, dann können wir nochmal 5 Bronzebahnen herstellen. Ja, irgendwas kriegen wir noch gebastelt auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier noch das. Die Knorrfragmente können hier noch hin. Hier kann das hin und das hin. Dann haben wir hier Pilze und Auge müssen wir da irgendwo unterkriegen. Auge kriegen wir hier reinkriegen. Pilze waren, glaube ich, hier irgendwo, ja. Genau. 38 Stück immerhin mittlerweile. Gut, Holz haben wir, das haben wir, das haben wir. Als nächstes brauchen wir das hier. Das wäre Hirschfell 10, Harzhammer, 8 Bronzebarren brauchen wir. Beziehungsweise, ich glaube, einmal Nägel haben wir noch, 10 Nägel haben wir noch. Das heißt nochmal 7 Nägel, 7 Bronzebarren brauchen wir insgesamt. Für das Bötchen. Wobei das dann schon ein großes Boot ist. Schreit allerdings danach, dass wir uns noch eine Basis am Wasser irgendwo anlegen müssen eigentlich. Boah. Ach. Was sind nicht überladen damit. So, da nochmal 3 hinzufügen. So, sind 3. Okay. Wir gucken mal, ob wir noch was upgraden können mit unserem Trollleder. Vielleicht den Umhang. Weil Umhang aus Bronze oder sowas kann man nicht herstellen. Trollleder-Umhang würde ich gerne upgraden. Trollleder-Tunika, Hose, Umhang. Ja, mit Trollleder und 5-mal Knochen. Können wir den Umhang upgraden.
Rollleder-Umhang. Bingo. So, Bogen können wir nicht mehr upgraden. Hammer brauchen wir nicht. Hacke brauchen wir nicht. Feuermesser brauchen wir nicht upgraden. Humpen, Edelholz und Harz. Speer, Pferd, natürlich. Bronze Nägel. Ah ne, wir kriegen 20 raus. Oh, wir brauchen gar nicht so viel. Kupfermesser. Bronze Schwert. Ja, Bronze Schwert vielleicht nochmal upgraden. Weil ich echt kein Freund vom Schwert bin. Gerade gegen große Gegner, man hat es beim Troll gesehen. Ist einfach doof, gegen einen Troll zu kämpfen, weil der hat eine abartige Range. Da ist Pfeil und Bogen gegen große Gegner ist besser. Und der Uralte wird wahrscheinlich auch eine Riese sein. Ich gehe mal davon aus. Und ja, da lohnt es sich dann eher, mit Pfeil und Bogen gegen ihn zu kämpfen. Macht, glaube ich, mehr Sinn insgesamt einfach. So, hier wäre da noch Sinn drin. So, Tag 23. So, 11-mal Kupfer, 10-mal Zinn. So, wir sind überladen. Jo, kein Thema. So, 5-mal Bronze. So, Macht 40. Also jetzt 40. 60. 80. Zehnmal Hirschfell. Oh, wir brauchen. Okay, wir brauchen Hirschfelle. Können wir gleich nochmal losziehen. Ah ne, müssen wir nicht losziehen. Hirschfell haben wir. Okay, dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Edelholz 30. Haben wir, glaube ich, auch schon. Muss man mal gucken. 30 mal Edelholz. Ja, 37. Damit haben wir alles. Wir können auf jeden Fall noch was upgraden wahrscheinlich. Oh, wir sind überladen, oder? Ja, wir sind überladen. Ja, okay, wir verbrennen auch Edelholz, da müssen wir aufpassen. Wir würden auch einfach Edelholz verbrennen, wenn wir nicht aufpassen. Okay, das heißt, wir haben alles. Können wir nochmal gucken, wie viele Dings waren es? 10 Hirschfälle waren es nur. Das heißt, wir können auch hier nochmal mit Schiff, kann man das dementsprechend rausziehen. So, 10-mal Hirschfell. Das hier raus, das hier. So, das haben wir. Dann packen wir hier die restlichen Hirschfälle rein. Kupferbarren, Bronzebarren. Die Frage, stellen wir nochmal Pfeile her? Oder nicht? Nahrung. Müsste man noch ein bisschen was mitnehmen. Wird man Honigbeeren mitnehmen. Die beiden Spitzhacken. Beide müssen wir eigentlich nicht mitnehmen. Nahrung an und für sich haben wir. Ja, ich glaube, ich würde so losziehen. Notfalls kann man sich an der Werkbank craften, um zumindest zu reparieren. Bronze Schwert höchstens nochmal upgraden. Oder Bronze Schild noch upgraden mit 5, ja, mit 8. Oder wir bauen uns doch noch eine Bronze-Rüstung. Wir sind jetzt bei 18 Rüstungen, allerdings gar nicht so schlecht. Und wir bauen lieber nochmal Pfeile. Das Werkzeug eines wahren Kriegers. Ich bin eigentlich tatsächlich so zufrieden. Wir können mal los. Ich würde so losziehen. Wir können hier nochmal nachlegen. Können hier nochmal nachlegen. So. Dann droppen wir die beiden Dinger hier raus. Das droppen wir raus. Kohle haben wir keine im Moment mehr. Das haben wir alles dabei. Nö. So ziehen wir jetzt dann los. In Richtung Wasser hier unten.
und werden dann dementsprechend hier nochmal eine Werkbank hincraften müssen. Wobei, das können wir aber so machen. Müssen wir nochmal ein Dach bauen. Und dann können wir hier ein Boot hinsetzen. Also werden uns hier tatsächlich hier hinten, werden wir uns dann niederlassen erstmal. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Sogar ziemlich genau 30 Minuten bekommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge, wie gesagt, werden wir dann dementsprechend, ist nicht die Zeit zum Schlafen, werden wir dann dementsprechend unser Schiff bauen und dann werden wir Richtung der Uralte tatsächlich mal gucken, dass wir da kommen. Hier wird, das wird auch Land sein. Vielleicht auch eine Zweitbasis bauen, mal gucken. Je nachdem. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne gefällt mir da lassen, gerne abonnieren und dann sage ich bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Macht es gut.